Also kommen wir da zu nichts gefallen. Dead Money. Wir sind jetzt im Casino. Jetzt müssen wir allerdings erstmal unser Truppchen wiederfinden. Erfordert Schlüssel. Okay, jetzt könnten wir jetzt höchstens nur noch an der einen Wache vorbei. Die wir jetzt weggeschickt haben, oder nicht? So. Ein automatisches Gewehr mit Munition. Kann man hier was einstellen? Das Verhalten der Leute. Elektroschrank können entriegeln. Dann. Verhalten einstellen. Einstellung oder einstellen ist die Frage. Erfordert Schlüssel. Okay. Aber wir können unsere Rüstung wieder holen. Minimal, wir können es machen. So, oben die Tür sollte jetzt offen sein, oder? Die Tür ist wegen des Gaslecks hermetisch versiegelt. Wenn Sie die Versiegelung der Tür überbrücken, wird Ihnen nicht möglich sein, sie von innen zu öffnen, bevor Sie das Gasventil geschlossen und sich um Doc gekümmert haben. Matre Büroschlüssel. Gott, muss ich jetzt wissen, wo der Büroschlüssel war. Oh. Den wichtigsten Raum hier gehackt, eindeutig. Aha. Okay. Kurz einmal speichern. Kommen wir langsam voran. Ah, okay. Das ist nur ein Shortcut gewesen. Mehrere war das gar nicht. Hier ist nichts drin. Okay, dann laden wir nochmal kurz neu. Weil dann spare ich mit 3 Stimpaks. Wenn man die so auslöschen kann, dann ist es natürlich angenehmer. Gut. Dann will ich kurz gucken, ob hier oben noch meine Tür ist, die ich jetzt aufschließen kann, wieder auch mit dem Schlüssel. So, ich muss mich erst mit Dog kümmern. Um das kleine Hühnchen. Was sie hier, glaube ich, durchgeblickt hat, dauert, glaube ich. Jetzt bin ich halt hier hinten. Das ist alles nur Shotguns. Und wieder rein hier.
Verhalten einstellen. Ich muss da hinten irgendwo irgendwie hin, irgendwo. Dürren. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt hier hinten reinspringe, dass ich nicht mehr rauskomme. Das war nur der eine. Okay, wir probieren es mal. Hier faxen wir auf. Schlüssel des Kassierers. Schau, wir haben einen neuen Schlüssel gefunden. Wir finden richtig viel Munition. Sagt mal, sieht ihr irgendwo eins? Da. Dankeschön. Da. Hier. Zack. Jetzt muss ich jetzt ein Safe öffnen. Die ganze Zeit Munition für dieses scheiß Ding. Ach, dafür was finde ich Munition? Hier habe ich wieder sehr viel. Vielleicht was ist das hier. Bisschen mit Tarn mit Leere kriegen. Ja, jetzt sind wir wieder ganz oben. I see. Ich blicke durch. Genau. Langsam, aber sicher macht das hier alles einen Sinn. Dürren. Dürren. Okay. Ist offensichtlich, ich muss diese Wache da wegkriegen. Wo ist denn hier eigentlich? Nichts. Gut. Wo war das Terminal? Hier. Wache. Western. Verhalten Einstellung. Bartreppe, Patrouille. Verhalten Einstellung. Verhalten Einstellung. Einstellen. So. Keine Ahnung, ich hoffe, es hat was gelungen. Ich weiß nicht, wer ist. Aber er ist immer noch da. Wo ist dein Ding, hä? Huh? Okay. Easy, kein Problem. Du hast die Wache gerüttelt. Sehr gut. Sendefrequenzen. Von überall her. Diese verfluchten Aufnahmen. Tote Echos, die Frequenzen überlagern. Das Sicherheitssystem des Casinos wird heruntergefahren. Die Automaten und Spielprogramme starten. Womöglich kann man noch ein Schnäppchen machen. Vielleicht findest du ohne die Sicherheit was Brauchbares. Geh zurück ins Foyer, wenn du dich umgesehen hast, und wir kümmern uns um deine Freunde.
dreht sich flackernd zu ihnen und scheint darauf zu warten, was zu sagen. Kann ich bei Zero Chips gegen Geld eintauschen? Der auf den Tisch vor ihnen, als sie Chips drauflegen, dreht er sich die Tischplatte und verscheine. Ich will aber wieder zurückhaben. Der Chips für 100 Kriegsscheine. Aber. Okay, ich habe mein Geld weggeschmissen. Verdammt! Mein Geld! Oh Mann! Das habe ich mir vor Kriegsscheine geholt. Mein Geld ist weg. Ist aber echt viel wert. Das muss man sagen. Das Casino ist aufgewacht. Es beobachtet uns. Sehr gut. Was ist mit deinem Team los? Sind scheinbar auf andere Etagen verteilt worden. Interessant. Vielleicht ist deshalb... Womöglich erkennt das Casino bestimmte Gäste. Oder Gäste mit ähnlicher Stimme, ähnlichem Aussehen und teilt sie ihren Etagen zu. Wir haben. Finde die Stumme und kümmere dich um sie. Sie muss irgendwo hier auf dieser Etage sein. In diesem Geschoss wimmelt es vor Sendersignaturen. Vorsicht vor den Hologrammen. Wenn das der ist, der ich denke, dann. Hier ist Christine, genesen. Bin in einem alte Welt-Hotelzimmer, erstklassig. Zwei Zimmer, Türen sind zu. Alle Türen sind verriegelt, die Sicherheit ist aktiv. Und auf der ganzen Etage tauchen Emittersignale auf. Ich tue, was ich von hier aus kann. Auf der Etage gibt es Hologrammsicherheit. Nicht die neueste Technik. Sichtfeldanvisierung. Primitiv. Bekannt. Ihre Stimme wieder. Aber wie? Manchmal ist es einfach so, als würde man es wissen, ne? Man dreht einfach und es ist richtig. Ruhe. Hier lebt keiner. Ich weiß, dass ihr alle fake seid. Okay. Oh, Zigaretten. Darf ich nicht vergessen? Also, wenn ich es richtig gesehen habe, wir könnten theoretisch weitermachen, oder wir holen noch unsere Kumpels. Aber den werden wir so das so holen. Der meinte, sonst macht er irgendwas. Ich hätte Angst, dass er irgendeine Alarmanlage aktiviert absichtlich. Oder irgendwelche Verteidigungssysteme. Was mir das Leben wieder schwer macht. Ist nicht. Als wäre es in der Wand drin. Ist es wahrscheinlich auch. So. Persönliche Truhe. Street Wartungsschlüssel. Notfallversiegelung überprüfen.
Na, hilf die Scheiße, ja. Wieso nichts Gescheites gerade drin, leider. So. Zack. Oh, das zweite wurde es nicht. Bestimmt ja das erste. Da. Das erste ist auch nicht. Zack. Zack. Start ist aber auch. Startet. Das ist auch ein interessantes Wort. Einfach startet. Korrektur-Lautsprecher abschalten. Rezepte herunterladen. Dankeschön. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Die Geister der Vergangenheit. Oh yeah, baby. Da ist doch mal ein schickes Stückchen. Eine fucking Jagdschrotflinte. 2000 wert. Sicherheitsprotokolle. Es ist halt schön, wenn man alles knacken und hacken kann. Alle Menschen, die nicht Intelligenz auf Max machen, sind fragwürdig für mich. Ihr könnt ja gar nichts machen. Dass ihr alles einfach passen seid hier in dem Game. Imagine. Wie immer das erste Wort. Sicherheitsschrank entriegeln. HI, Hologramm rekalibrieren. Sicherheitsspind. Ist eigentlich das Sicherheitsknüppel auch so viel wert? Ne? 30 Korken. Rüstung, Müll, nehme ich trotzdem alles mit, weil ich zu hastig war. So, kann ich hier nicht. Dring, dring, dring. Sinclair. Ja, jetzt kommt schon langsam die Belohnung auf uns zu, ne? Hier schön viel Stuff. Ist wieder eine Rüstung für uns. Sogar die verstärkte Variante. Der verstärkte Helm. Wunderbar. Noch schön viel Schrotflintenmunition. Diese auch nicht. Ein bisschen Flammenwerfermunition nehme ich auch noch. Dürfen Sie mich jetzt sehen, jetzt wo ich sie rekalibriert habe? Um hier zu sein. Jetzt will ich nur noch weg. Anscheinend schon. Ne? Und dann beklaue ich dich mal, ne? Puh, ich weiß ja trotzdem nicht, wie ich das dann alles wegkriegen soll, wenn ich dann fertig bin mit dem DLC. Das Sicherheitssystem lässt mich nicht aus. Nee. Sie halten mich hier fest. Sicherheitskennwort, irgendwas. Ich habe in Achterdorf für den Lautsprecher im Korridor ein separates Sicherheitsüberbrückung einzurichten, bevor du heute Abend gehst. Das letzte, was wir brauchen, ist ein Kommunikationsausfall während eines Überfalls. Nimm als Passwort blablabla. Das sollte ein Hacker mit einer gestohlenen Sicherheitskarte auf gut Glück knacken können. Wenn das ein Hologramm ist, kannst du mich gut wegschieben. Fancy Kuchen.
hier zurückgelassen. Ach, so viel zum Looten hier. Warum? Sinclair. Wir bezahlen alle für das, was wir getan haben. Es tut mir so leid. Sinclair. Oh, Zigaretten. So leid. Ich hätte dir vertrauen sollen. Hier spricht Ritter Christine Royce von der Bruderschaft. Oh, Bruderschaft. Varas Computer, sie jetzt hier aufschließen. Varas Safe. Varas Kleid. Okay, okay. Da. Aufzug in die Vault des Casinos ist verschlossen. Finde einen Weg, ihn zu öffnen. Dieses Gerät ist ein Stimmerkennungssicherheitssystem, der den Zugang zu ihrem Matre Vault sichert. Zum Enrique muss mit der richtigen Stimme in das Mikrofon gesprochen werden. Wer das wohl sein mag. Hallo? Sie haben es geschafft. Gut. Sprechen tut weh. Ich fasse mich kurz, weil es meine Stimme aufgibt. Sie klingen wie die Frau in ihrem Matrix Center. Ist das so? In meinen Ohren klingt es seltsam. Schwer zu beschreiben. Ganz zu schweigen davon, dass das Schlucken höllisch wehtut. Ich wurde wohl deshalb in diese Suite verlegt. Es war ihre. Da liegt sie. Wurde auch von der Sicherheit erwischt. Ist nur anders entkommen als ich. Jetzt, wo sie ihre Stimme wieder haben, was wollten sie sagen? Ich bin schon eine ganze Weile auf der Jagd nach demjenigen, der ihren Pip-Boy übernommen hat. Elijah, er darf das Sierra Madre nicht lebend verlassen. Was er getan hat, was er hier getan hat, ist kein Vergleich zu seinen vergangenen Taten. Er wird nur herauskommen, wenn sie es in die Vault schaffen. Er wird nicht zulassen, dass sie allein dort runtergehen. Dann werde ich ihn töten. Funktioniert der Autodoktor drüben? Ja, funktioniert noch. Sind viele Schrottdaten drauf, aber die Grundfunktionen sollten normal laufen. Können Sie irgendwas davon herunterladen? Ich kann das Hauptverzeichnis und jüngste Diagnose abfragen. Jemandem wurde viel Medix verabreicht. Vera Keys. Schätze, dass das ihre Leiche sein muss. Und dass deshalb auch die ganzen Medikamente hier liegen. Hier ist der ärztliche Bericht. Sie scheint todkrank gewesen zu sein. Die Diagnose ist nicht schlüssig, muss schmerzhaft gewesen sein. Ich bin nicht mal sicher, ob sie es überhaupt wusste, wenn man nach diesem Bericht geht. Sie muss den Großteil der Zeit wie betäubt gewesen sein. Ich bin einfach nur froh, dass Sie sicher sind. Bleiben Sie hier und ich kümmere mich um Elijah? Nö. Kann der Autodoc Ihren Namen halten? Nein. Das reicht sehr viel tiefer. Während ich in der großen Leere Jagd auf Elijah gemacht habe, hat er mich in einem der dort begrabenen medizinischen Forschungszentren eingesperrt. Es hat was mit meinem Kopf angestellt. Und ich hatte noch Glück. Lesen fällt schwer und da ist eine Kluft zwischen Denken und Sprechen. Es ist nur ein Wirrwarr aus Symbolen, keine Buchstaben. Mathe, Formeln, Gleichungen, das geht alles. Aber Gedichte schreiben kann ich knicken. Sie meinten, Sie wären noch glimpflich davongekommen? Ja. Habt ihr Aufzeichnungen von anderen Patienten gesehen und was ihnen angetan wurde? Manche hörten nur Rauschen, andere wurden irre. Ich gehe nie zurück. Und Elijah war auf dem Weg hierher, also konnte ich nicht Halt machen und sehen, ob ich es reparieren kann. Falls man überhaupt reparieren kann, was passiert ist, als ich die Elektroden in den Kopf bekam und mein Kopf in eine Lampe verwandelt wurde. Dann kam ich her und verlor meine Stimme. Jetzt habe ich eine neue. Auch dafür wird sich Elijah verantworten müssen. In Ordnung. Ich bin... Ja, wie lange jagen Sie ihn schon? Zu lang. Dachte mir, ich könnte die Sache zu Ende bringen, bevor es rund geht.
Aber dann ist mir diese Chance wieder durch die Lappen gegangen. Kann ich schon begleichen? Sie wollen ihn töten? Das sind meine Befehle. Ich habe mit angesehen, was er getan hat. Und ich glaube an diese Befehle. Ich weiß, Elijah ist immer noch da draußen. Ich kümmere mich um ihn. Ich war mir nicht sicher, ob ich Ihnen trauen kann. Jetzt bin ich mir sicher. Sehen Sie, als ich aufgewacht bin, wie auch immer das passiert ist, da hatte ich diesen Schlüssel bei mir. Ich glaube, er gehörte ihr. Hatte noch keine Chance, ihn zu benutzen. Könnte für die Kommode oder den Safe sein. Konnte nicht viel ausprobieren, bevor sie kam. Hier, bitte. Danke. Sie hätten schon früher etwas sagen können. Ich war mir nicht sicher, ob ich Ihnen trauen kann. Jetzt bin ich mir sicher. Wie sind Sie auf der Gala-Veranstaltung hergekommen und auf diesen Stock? Die Gala begann. Die Schaltstation öffnete sich. Ich dachte, das Kreischen des Autodocks wäre schlimm, aber die Station war schlimmer. Ich kam raus und sah die Lichtshow. Das reichte, um mich zum Casino zu locken. Und es schien so, als ob die Lichter und Lautsprecher mir den Weg zeigen würden. Wer sie auch kontrolliert, wollte mich wohl als Plan B. Vielleicht wurde ich wegen meiner neuen Stimme dieser Etage zugewiesen. Aber wer weiß das schon. Vielleicht wurde ich auch als Gast erkannt. Vielleicht kommt er zur Vernunft. Versuchen Sie mal, mit ihm zu diskutieren. Mal sehen, was dann passiert. Er ist derart besessen von Technik, dass er wohl nicht mal mehr weiß, warum. Ja, bleiben Sie hier und ich kümmere mich darum. Viel Glück. Er ist kein leichter Gegner. Ich werde helfen, wenn ich kann. Vielleicht finde ich etwas im Computersystem des Sierra Madre. Oh, Level up. Oh, ja. Machen wir es mal so. Zack. Ja. Ja, pfuh. Nimm mal schneller nachladen, klingt gut. Ja, hier. Chips vorsingen. Die Kehle fühlt sich wund an, als hätte ich Nägel gefressen. Let go. Hab ich auch so eine scheiß Brille aufgehoben. Und noch ein Kleid. Eine Spielekarte. Habe ich jetzt nicht zweimal? Ja. Kann ich jetzt noch was zu dir sagen? Sie sind zurück. Sicher, dass Sie mich noch hier haben wollen, mit Halsband und allem? Ich war... Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Gut. Aber wenn ich mein Halsband piepen höre, dann weiß ich, wie ich zum Ausgang komme. Ich muss noch Dean holen. Chris... Bevor wir jetzt einen anderen Kram machen. Christine. Christine. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich hier, ne? Würdest du bitte aufhören? Spaß. Aber wir machen das mal in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.